Hi Leute und herzlich willkommen zum Loot-Chest Unboxing für Juli 2016. Ja? Also mal wieder Loot-Chest Time, weil der Monat ist zur Hälfte rum. Immer noch nicht besonders sommerlich, auch wenn es ab und zu mal warm war. Ja? Aber wir quatschen nicht lang rum, wir legen los. Da fällt uns doch als erstes ein Super Mario Laser Cut Keychain und Sticker, ja, in die Hand. Ja? Wer findet Mario? Will you find Mario? Oder wirst du Mario finden? Ja, also ein Schlüsselanhänger und Aufkleber pro Pack. Ja, und dann gucken wir mal, es gibt tatsächlich nur einmal Mario. Ja, alles andere ist, sind ebenfalls Gegenstände aus Super Mario. Ich mache euch das mal auf und siehe da, wir finden Luigi und so einen, also Luigi als Aufkleber und so einen weißen Geist. Naja, was willst du machen? Also Super Mario Schlüsselanhänger. Dann, mehr oder weniger Süßkram, ja, Rainbow Drops, ne, scheint so Puffreis zu sein, hat 37 Kalorien, alter Schwede. Also, ich denke nicht, dass das glutenfrei ist, müssen wir einfach mal abwarten, was das denn so sein soll. Dann, diese Box hier, sehr Star Trek-lastig, weil Enterprise, also Star Trek allgemein, geschaffen von Gene Roddenberry, hat ja dieses Jahr, ich glaube, 60-jähriges Jubiläum. Ja? Und deswegen gibt es hier eine Leseprobe vom ersten Star Trek-Roman von deutschen Autoren, Star Trek Prometheus, Feuer gegen Feuer. Ja? Also Star Trek, die Box hier sehr Star Trek-lastig. Als nächstes kommt nämlich das hier. Das finde ich eigentlich schon geil. Das ist ein Star Trek Movie Era Captain Rank Pin. Ja? Also noch aus den alten Filmen. Noch aus den alten Filmen. Das Captains Abzeichen, das Spock da an der Uniform hatte. Ne? Sieht sehr, sehr stylisch aus. Gefällt mir richtig gut. Ist tatsächlich ein großer Anstecker. Ist recht schwer, ne, wenn man den in der Hand hat. Also gefällt mir wirklich gut. Als nächstes nochmal Star Trek. Und zwar diesmal ein Mashup mit Dr. House. Ja, ihr kennt die beiden Logos. Ne? Also ihr kennt das Dr. House Logo. Ja, und da steht jetzt eben nicht House MD, sondern McCoy. Dr. Leonard McCoy, Schiffsarzt der Enterprise, ja, Gefäß, um Spocks Geist aufzunehmen und Spocks besonderer Freund und natürlich bester Kumpel von Captain James T. Kirk, Dr. Leonard McCoy. Sehr geiles Shirt, gefällt mir richtig gut, diese Mashup-Shirts haben irgendwas, ja, weil sieht schon geil aus. So, dann verlassen wir den Weltraum und kehren zurück nach Mittelerde, und zwar hiermit, mit einer der Hobbit Smaugs Einöde Kaffeetasse mit Legolas drauf und ja, wie diese rothaarige Elbentusse heißt, kann ich euch jetzt nicht sagen, ist schon ein bisschen her, seit ich den Hobbit gesehen habe. Wenn ihr wisst, wie die Dame heißt im Film, in die Kommentare, ne? In die Kommentare schreiben, weil immer ein bisschen Interaktion mit dem Video ist schon geil. So, dann kommen wir zum geilsten Item dieser Box, meiner Meinung nach, auch wenn ich natürlich Star Trek-Fan bin, ja, und diesen Pin und das Shirt schon feiere, ist das hier absolut cool. Und es gibt nämlich wieder eine Titans-Vinyl-Figur, ja, und zwar ist das diesmal Nathan Drake aus Uncharted 4, A Thief's End, ja. Uncharted 4, A Thief's End, geiles Spiel, ja. Leider PlayStation exklusiv, und wie ihr seht, da oben auch auf dem Aufkleber auf der Box. Das ist ein offiziell lizenziertes Produkt, ja. Official licensed Product, ne? Sehr, sehr geile Nathan Drake Vinyl-Figur, ja. Psst. So, entschuldigt, ich muss da gerade mal auftreten. Dann haben wir es eigentlich schon fast, und dann kommen wir schon zum Plus-Artikel. Der Plus-Artikel tatsächlich was für die heiße Jahreszeit. Und zwar sind das hier Breaking Bad Heisenberg Eiswürfelformen. Ja? Stay as cool as Heisenberg. Ja? Breaking Bad Eiswürfelformen. Da könnt ihr euch eure Eiswürfel für euren Drink in Form von Heisenbergs Kopf inklusive Sonnenbrille und Hut zubereiten. Ne? Sieht doch schon mal sehr geil aus. Ja, Leute, Loot Chest
Juli 2016, das war es auch schon wieder. Hier seht ihr nochmal alles, was wir dabei hatten. Ne? Also Uncharted Vinylfigur, Hobbit-Tasse, Breaking Bad Eiswürfel, Zubereiter, Dingens, Form, ja. Star Trek Captain's Pin, Star Trek Roman, Star Trek T-Shirt, ja. Was Süßes, hier so Rainbow Drops, Puffreis und Super Mario Aufkleber und Schlüsselanhänger. War eine gute Box, ja. Teilweise gab es mal wieder Stimmen im Internet, die gesagt haben, die Box wäre langweilig. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich finde es geil, weil es war eine Vinylfigur drin. Und das war jetzt ein Jahr lang Loot Chest und das war meine vierte Vinylfigur. Und ich glaube bestimmt mein 15. T-Shirt oder so. Ne? Also wer da Stress mit hat. Ne? Tassen gab es auch schon genügend. Ja? Also wer da echt Stress mit hat, der ja, sollte sich so eine Überraschungsbox mit Sicherheit dann einfach nicht abonnieren. Ob es ab August weitergeht mit Loot Chest Unboxing, kann ich euch noch nicht sagen, aber wie immer gilt für euch, wenn es euch gefallen hat, Video Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, unten Kanal abonnieren, kostet euch nichts. Ich bin der Thorsten von Thorshammer Gaming und ich sag, macht's gut, Leute. Tschüss, bis dann.